So, Spaßfreunde, weiter geht's mit UFO Extravisticals. Wir haben hier gerade ein Raumschiff abgeschossen. Und ja, dann spielen wir mal mit den Aliens ein bisschen. So, da haben wir so einen Aushilfspanzer dabei. Das war, glaube ich, nur ein kleines UFO. Von daher müsste es eigentlich so auch klappen. Ich schätze mal, das UFO ist da, obwohl meist ist es am Ende von der Map, also hier unten. Naja. Dann schickt man die Leute einfach mal nach vorne. Diesmal haben wir sehr viele Praktikanten dabei. Das heißt, es könnten welche sterben. Nein, Moment. Autoschuss einstellen und ducken. Zumindest die Hauptdarsteller müssen sich ducken. Wenn jetzt ein Praktikant stirbt, das ist nicht so wild. Okay, dann geht's mal da lang. Ja. Ich meine hier lang. Oder da oder dort. Oder irgendwo. Hauptsache weiter. So, dann gucken wir mal hier. Hallo? Oh, da ist schon das Raumschiff. Okay. Bis jetzt noch kein Feindkontakt. Also wir haben da schon mal jemand abgeschossen, aber bis jetzt kein weiterer. So. Das spielt sich gerade wieder ein wenig rum. Das ruckelt und zuckelt. Ich weiß nicht, ob man das bei euch auch sieht. Also bei mir läuft es gerade nicht sauber. Sehr komisch. Sehr komisch, naja. Aber das Spiel scheint auch bei anderen Leuten nicht so ganz so sauber zu laufen. Dass es immer mal abstürzt oder so. Naja. So, jetzt können doch endlich mal jemand auftauchen und mit uns spielen. Hallo, Mr. Alien. Wir wollen mit dir telefonieren. Nicht nach Hause, sondern über dein Begräbnis. Oder wie, oder was, oder wo. Ach, Katzenklo. Da haben wir einen Rinderschädel, oder einen Ochse, oder einen Bulle, oder was weiß ich. So, dann fahren wir ein wenig weiter vor. Vielleicht finden wir ja was. Nö, nix. Niemand hier. Sehr verdächtig. Oh, da ist schon einer. Jawoll. Oh, da ist ein Loch im Schiff. Da ist ein Loch. Das ist ja fast wie in der Politik. Nachdem die Parteien gewählt wurden. Ach, verdammt, das ist noch ein Haushaltsloch. Wir können die Steuern jetzt doch nicht senken. Verdammt, das ist doch noch ein Loch. Das hatten wir nicht gewusst. Das ist noch ein Loch, ein Haushaltsloch. Das muss gestopft werden. Zum Beispiel mit unseren Rentenzahlungen. Oder mit Scheiße. Oder, naja. Wir sind hier jetzt bei UFO Extravisticals und nicht bei Spaß um 5 oder was weiß ich. So. Ihr haltet da oben mal Stellung.
Okay, da hinten müssen Stinger sein. Ah ja. Dann mache ich mal Autoschuss. Daneben. Ja, getroffen. Oh, der lebt noch. Naja. Wir haben ja noch einen Versuch. Out of ammo. Okay, dann versuchen wir es vielleicht mal mit dem. So. Einen Schnellschuss können wir noch machen. Oh Gott, da habe ich wieder echte Scharfschützen dabei. Na endlich. So, unser Panzer hat jemand gesehen. So, probieren wir mal die Kanone aus. Gezielter Schuss. Cool, 142 Schaden. Er schießt auf zurück, Mann. Jawohl. Ja, das war's. Wir haben jetzt ein Byte First Class noch bekommen. Ja, sonst nichts Besonderes. Ja, was gibt man den Shooting? Gibt man mal gleich mal 5 Punkte. 71, gut. Bravery. Vitality und Agility. Okay. So. Battlecruiser. Ja, hauen wir einfach mal alles drauf, was wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe haben wir schon. Ach geil, das habe ich ja... Geil, 6 Schiffe. Jetzt überrascht mich das auch selber, wenn. So. Ah, da oben kommen sie schon. Wieso zur Hölle fliegt ihr zurück? Naja. Naja. Dann locke ich den mal zur Base runter und dann schicke ich die dann nochmal raus. So. Der hat nicht viel. Okay, dann warte ich kurz, bis er an der Base ist, weil die haben anscheinend immer viel Treibstoff. Oh oh. Der ist fast kaputt. So. Nein. Scheiße, zerstört. Monatsstatus exzellent, okay, ja. Exzellent. So. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das Schiff da vernichten. So, du gehst auch gleich mal zurück, nicht, dass wir dich auch noch verlieren. Oh, da haben wir es zerstört. Okay, ist anscheinend über ein Wasser abgestürzt.
So, was wollte ich jetzt machen? To base. Genau, da könnte ich jetzt wieder ein Schiff bauen. Stormbringer. Ja. Was bauen wir eigentlich gerade? Plasmakanonen, Rüstung, Advanced Medkit. Okay. Ja, gucke ich mal kurz da. Ah, da haben wir wieder ein paar Lasergewehre, können wir mal wieder 3 verkaufen. Und die Alien-Artefakte, wo wir forscht haben, können wir auch verkaufen. Zwei Scouts haben wir hier. Dann fangen wir die Scouts ab. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Okay, der ist abgestürzt. Dann schicken wir unsere Leute dahin. So, so, so. Ja, für den, ja, lassen wir es mal so. Für den Scout werden wir jetzt nicht die Top-Leute brauchen. Plasma-Rakete wurde erforscht. Okay. Nice. Da wird sich der Yoshi freuen. Ja, sieht ja geil aus. Kann man nichts sagen. Personal Laser Shield. Chemical Rocket. Stun Grenade. Plasma Defense. Aber ja, so eine Betäubungsgranate wäre eigentlich auch nice. Okay, in 5 Tagen ist auch unser Advanced Laboratory fertig. Wenn man noch gucken wollte. Ah ja, genau, passt. Was ich mal noch gucken wollte. Ich wollte noch was gucken, genau, ich wollte noch ein paar Rüstung. Machen wir so. Ja, okay. Genau, mal Zwischenspeicher. Natürlich wollen wir beginnen. Was für eine Frage. Was für eine Frage. Da, da, da. Oh, los geht's. So, dann schicken wir mal den Kugelfang raus. Stinger. Versuche ich es mal mit Autoschuss. Jawohl, weg ist er. Vielleicht treffen wir ja noch eine Hidden Unit. Das ist ja auch schon mal öfters passiert. Okay, da ist also jemand. Oh oh. Das ist so gut wie tot, Jim. Ja. Ja, okay.
Okay, die kritischen Wunden sind erstmal versorgt. Dann wechsle ich auf ein Stimpack um. So, das ist leer. Nicht genug Action Points, na dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh oh, das sind jetzt zwei. Allerdings haben sie keine Ionenwaffen, das ist schon mal gut. Oha. Oha. Naja. So, kritische Wunden heilen, okay. Wenn er Glück hat, überlebt er die Runde. Wenn nicht, hat er halt Pech gehabt. So, da ist der Stinger. Ah, endlich, endlich. Die Stinger nerven so. Und da haben wir noch den. Mal wieder Panzer hier abräumt. Da haben wir da einen Baum in die Luft gesprengt. Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Naja. End of turn. This is the end, my friend. So. Versuchen wir mal noch ein wenig. Noch ein wenig. Ja. Dann suchen wir noch ein wenig ein paar Aliens. Für Zielübungen. Er ist wieder hier, er ist wieder hier. Er ist wieder hier, er ist wieder hier. Oh oh. Na, schießt du mal drauf, obwohl der sieht nicht. Dann kannst du dir vielleicht eine Beförderung verdienen. Okay. Das war ein Glückstreffer. So, dann fahr du mal voran, kleiner tapferer Panzer. Und da schon das Alien-Raumschiff. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Seht ihr mich? Nein. Oh, Pech für euch. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Ja, okay.
So, mit dem fahre ich mal nach rechts außen. Oh, das ist schon wieder ein Loch. Da ist ein Loch. Schaut mal, da ist ein Loch. Und da ist ein Spotsfreund. Oh, zwei. No Line of Fire. Naja, dann fahren wir auch mal aus der Line of Fire. Und holen erstmal noch ein paar Schützen hier runter. Wobei mir die Praktikanten vielleicht jetzt nicht als Schützen zählen kann. So, kommt mir raus aus euer Schiff. Ihr seid umzingelt. So. Hier geht man da lang. Nicht, dass wir versuchen, von hinten abzuhauen. Jawohl. Naja. Hol dir mal eine Beförderung, Spatzfreund. Ja, und das war's dann. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Naja, das ist anscheinend niemand mehr zu Hause. Vielleicht da oben im Gebäude oder da unten noch. Naja, keine Ahnung, wo sich dieser Lümmel versteckt. Das wird anscheinend so ein Suchespiel. Okay, dann gucken wir auch mal da rein. Okay, dann gucken wir auch mal da hoch. Ja, ja, wo versteckt er sich nur? Ich hasse solche Suchespiele. Ich hasse es. Da oben. Okay, der hat kaum Schaden bekommen. Okay, Stinger. Okay, das war's dann. Ein Verletzter, keine Promotion, obwohl er drei gekillt hat. Sehr komisch. Ja, dann ein paar Waffen, Plasma-Rifles. Ah ja, genau. Go to base. Ich nehme. Ah, Quatsch. Plasma-Raketen. Ah, genau, da Plasma-Raketen. Ja, da. Und chemikalische Granaten, ne, die brauche ich glaube ich nicht. Plasma-Raketen. Puh, da bauen wir mal. Da bauen wir mal. 30. Okay. Dann bekommt der Yoshi seine Plasma-Raketen. Für seinen Raketenwerfer, den er dann wieder bekommt. Personal Laser Shield ist completed.
Okay, Kapazität 6 und der andere hat 3. Okay, Stun-Granate. Plasma-Granate, Plasma-Defense. Ich würde sagen, wir erforschen auch mal die Alien-Leichen. Vielleicht ergibt sich daraus was. Erforschen wir mal den Mech-Warrior. So. Personal Laser-Schild. Kostet nur 400. Da können wir eigentlich mal auf längere Sicht produzieren. Machen wir mal, wie viel machen wir denn? Machen wir 155. Ja. Okay. Plasmakanone ist fertiggestellt, da ist ein paar Techniker frei. 10. Und dann verteilen wir die einfach mal über schön. Wobei, die Rüstung haben wir eigentlich ein wenig Vorrang. So. 1337 Speed. Boah, ist der geil. Der ist